Als Volker Schlöndorff dann kam, ich hatte ja vorher mit seiner Frau, mit Margarete von Trotter, einen Film gedreht, ihren ersten Kinofilm. Und dadurch kannte mich Schlöndorff und bot mir eben die Maria an in der Blechrunde. Da habe ich natürlich sofort Ja gesagt, weil das fand ich eine Ehre und das fand ich, ja, das fand ich ganz toll. Dann kam allerdings das große Problem mit dem Nackigsein. Und da wurde es dann schwierig, weil das fand, also krass schaltete sich dann ein, dass das also ganz wichtig wäre für den Film, sich da nackend auszuziehen. Und ich habe gesagt, mache ich nicht. Ich geniere mich da, mache ich nicht. Und dann, ja, aber du kannst in den Schneideraum gehen und mitkommen und dann gucken, dass wir dich anschauen. Ihr bescheißt mich da sowieso. Das mache ich nicht, das glaube ich euch nicht. Ich habe da nichts zu sagen, ich kenne das doch. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich im Vertrag zugesichert bekomme, dass ihr euch nackt verbeugt bei der Premiere, dann mache ich es, damit ihr mal wisst, was das heißt. Und habe ich natürlich nicht bekommen, diese Bedingung. Und ich weiß, es stand wirklich auf der Kippe, dass ich überhaupt die Rolle kriege, ne? Weil das irgendwie... Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, ich habe die Lösung. Ich komme zum Drehen und ihr könnt fotografieren, was ihr wollt. Und dann habe ich mir das schwarze Molton, das ist so ein dicker Stoff, mit dem man viel im Theater und im Film arbeitet, habe ich mir so zwei Kreise gemacht, die habe ich mir auf die Brustwarze geklebt und dann damals noch nicht vorhandenen Tanga, so, man hat sich ja damals noch nicht rasiert, da hatte man ja noch Schamhaare, da habe ich da so ein Dreieck und dann so ein kleines Band hinten an der Po-Rille. Da habe ich alles raufgeklebt und dann bin ich gekommen und habe gesagt, so, jetzt dürft ihr fotografieren. Müsst ihr sowieso wegschneiden, wenn es schwarz wird. Hat geklappt.